Leute, und hier sind wir wieder und wir starten gleich ins neue Level. Schwierigkeit nimmt wieder Abenteuermittel und anscheinend können wir mal wieder das Kostüm nicht ändern. Also los. Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. In England? Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden oder hier war seit Monaten niemand mehr. Hey, was haben wir denn da? Na los, Lara. Zieh schon raus. Keine König von England-Scherze, Alistair. Ich muss wohl erst den Strom einschalten. Tja, müssen wir das wohl erst. Ja, ich gucke mich hier natürlich mal wieder um. Erstmal mache ich hier Licht. Nein, Licht. 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 Wo ist mein verdammtes Licht? Steuerung, ich suche Licht. Interagieren, schießen, Zielhalt, Granate, Fahrzeug, Pause, PDA, Waffenwechsel, PLS, Fernglas, Schleichen, gehen. Licht. Entfernen vielleicht. Ah, Licht, Leute. Gucken wir uns erstmal um, ne? Die laufen mit Strom. Ich muss die Energieversorgung finden. Da unten scheint alles so ziemlich dicht zu sein. Versuch's doch mal weiter oben. Ja. Kiste habe ich ja schon mal. Da komme ich nicht. Rein? Man sieht schon wieder, wie viel Ahnung ich habe. Ah! Ich sehe was! Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Okay, aber so sieht es anscheinend aus. Das sind diese Kreuze. Und jetzt gucken wir mal genau, wie viele wir davon sammeln müssen. Ganz schön viele. So, ich muss das Licht mal wieder ausmachen. Okay. Was ist das? Die Textur da oben, die sieht ja total merkwürdig aus, oder? Merkwürdige Texturen. Egal, wir müssen erstmal hier rein. Toll, sind wir gleich runtergefallen. Ach ja. Aber anscheinend können wir hier den Strom einschalten. Ja, super. Warum hat Leo das Kabel? Strom hätten wir. Ich? Nein. Hey, warte. Jetzt kannst du doch zurückgehen und Excalibur rausziehen. Das ist nicht Excalibur. Das Schwert im Stein und Excalibur waren zwei verschiedene Schwerter. Artus bekam Excalibur, nachdem das Schwert aus dem Stein im Kampf gegen Pelinor zerbrach. Wieso begreift das denn niemand? Einfach, weil es niemanden interessiert. Jungs. Sorry. Gut zu wissen. Das ist... Tretet näher und höre die Geschichte von König Artus. Also erstmal kaufen wir uns ein Ticket, ne? Ja, danke. Aber entsprungen war aus... Ja,
du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Ballern wir erstmal hier ein bisschen rum, ne? Singet den Heiligen Gral. Diese Vision vom Kelch Christi erschien Artus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen auf, den Heiligen Gral zu suchen. Es waren derer vier: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Percival und Sir Bors. Weit reisten sie und kehrten doch nie mehr zurück. Nur Sir Galahad erblickte den Gral und sein Herz war erfüllt von Freude. Ach, die haben wirklich den Gral gefunden? Um einen Zwist unter den Rittern zu vermeiden, berief Artus auf Merlins Drängen die Tafelrunde ein. Diese war ein Tisch von weder quadratischer noch rechteckiger, nein, von runder Form. Er war ein Symbol der Gleichheit und Einigkeit und von ihm bezogen die Ritter auch ihren Namen. Die Ritter der Tafelrunde. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Jedes Wort. Wie die aussehen mit ihrem Gesicht an. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches, die fortan als Vorbilder der Ritterlichkeit und Tugend dienen sollten. Wohlgemut kamen sie und eine solche Versammlung war nie zuvor gesehen und das Reich war erfüllt von Jubelgesang. So. Hey, drück nochmal auf den Knopf. Das ist für alles da wie eine Elektroschocktherapie. Ich glaube eher, dass es ihm gut tut. Also wir gucken uns natürlich hier richtig um, ne, beim ersten Mal. Wir wollen ja nichts Peinliches vergessen, wie beim letzten Mal. In Kasachstan, wo wir nochmal zurück mussten. Außerdem habe ich diese Knöpfe noch nie alle gedrückt. Ach, wie toll. Au. Au. Ich muss da gleich handeln. Ja, sag mir das doch mal einer. Und hoch da. Aber jetzt habe ich mal wirklich alle Knöpfe gedrückt. Wir haben uns die Story angehört. Und ich wusste einiges auch nicht. Die denn auch? Erfährt man ja nie, ne? Ihr wusstet sicherlich auch einiges nicht. So. Wie toll. Wie toll. Danke. Hä? Verstehe ich nicht. Ah, so macht das Ganze Sinn. Wir haben es geschafft, Leute. Wir können zur nächsten Schwachsinn anhören. Und was trug sich zu mit Excalibur, dem Schwert der Legende? Merlin brachte Artus zum magischen See, auf dem die Herren des Sees lebte. Aus ihrer Hand empfing Artus Excalibur, das Schwert, das nicht zerbrochen werden konnte, weil es von Magie beschützt wurde. Ist das nicht nett? Ist Excalibur nicht das Schwert im Stein gewesen? Es waren zwei Schwerter, verdammt nochmal! Hey, Sid, das war zu einfach. Okay. Und du? Ah. Nein, da oben. Nein, da oben. Ah, okay, ich hab das schon kapiert. Ich gucke ja mal nach. Ich hätte vielleicht vorher noch mal runtergucken sollen, ob da irgendwo was ist. Aber, seht ihr was? Aus da vorne geht's hoch. Ich sehe da unten nichts, außer dass das ziemlich... Also, grafiktechnisch ist das hier nicht so schick aus, muss ich sagen. Aber da unten ist nichts. Gut, drücken wir mal den nächsten Knopf. Oh, ich bin ganz gespannt. Verfiel Merlin seiner Liebe zu Nimue, die er die Magie lehrte. Doch schon bald setzte die Hexe ihre Macht gegen ihren Geliebten ein und verbannte ihn in eine Felsenkammer. So war Merlin nicht an Arthurs Seite, als jener gegen Mordred kämpfte.
aller Männer, nicht vor Narrenteien gefeit. Tja, selber schuld, Merlin. War nie eine Frau? Nein, glaub nicht an Magie. Da können wir durch. Oho, ich hab mein So. Nummer 2. Und das müssen wir uns jetzt weiter anhören. So, jetzt davon habe ich schon drauf gedrückt und hier habe ich noch nicht drauf gedrückt. Stunde um Stunde blieben Arthurs und Mordred auf der Ebene zu Salisbury aufeinander ein. Arthurs mit Excalibur und Mordred mit dessen Scheide. Als beide entwaffnet waren, versetzte Arthurs Mordred einen tödlichen Stoß mit dem Speer Sir Benimers. Doch auch er selbst wurde im Kampf tödlich verwundet. Und der Himmel verdunkelte sich. Ach was, heutzutage sagt man Abend dazu. Nimm's nicht so wörtlich, Alistair. Die ganze Archäologie ist eine Metapher. Vor seinem Tod bat Arthur seinen letzten Ritter Sir Benimer, Excalibur der Herren des Sees anheimzugeben. Und als er so gesprochen hatte, fiel Arthur in einen tiefen Schlummer und wurde nach Avalon gebracht. Von dort wird er dereinst zurückkehren und seine Krone beanspruchen. Habt ihr gehört? Was ist das denn hier für ein Müll? Nimmst du das mal? Nein! Ah, das gibt's nicht! Römischer Würdenträger, die Legende wurde geschrieben. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Ward. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Machen wir erstmal das wieder, ne? Ja. Ich und... Oh, ich kann das doch überhaupt nicht, ey. Die brauchen wir noch. Habe ich eigentlich schon mal erzählt, dass ich das hier überhaupt nicht kann? Ich weiß, dass wir da oben viel hoch müssen. Schaffen wir das jetzt? Irgendwie bin ich da zu blöd für. Aber ich glaube, da oben ist irgendwas. Sieht gut aus. Wie kriegen wir das Ding jetzt wieder runter? Ah, J.
Toll, oder? Ja, ich und... Immer noch nicht.